Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und heute mal richtig entspannt hier am Start im ProBro Stringer. Und heute geht es mal wirklich um mich wieder. Ich möchte euch eigentlich hier nur ein Update geben, was bei mir eigentlich so abgeht momentan in Bezug aufs Training. Ich habe schon lange nicht mehr so ein Video gemacht, wo ich einfach mal ein bisschen gelabert habe, wie ich mich momentan so entwickle, wo liegen denn momentan meine Kraftwerte, wie sieht es mit meinen Erfolgen aus. Viele Leute nimmt es Wunder und ich warne auch an dieser Stelle schon mal vor, dass es jetzt kein Anfängervideo sein soll. Und das ist auch der Grund, wieso ich solche Videos nicht mehr oft mache, weil ich einfach merke, dass wenn ich zu krass ins Detail gehe, zu krass auf meinen persönlichen Trainings rumhacke, dass die Leute halt einfach mehr verwehrt werden als sonst irgendwas. Das heißt, es ist wirklich für die Leute hier, die sich persönlich für mich interessieren, die vielleicht auch schon länger trainieren und sich ein kleines Stückchen abschneiden wollen von dem, was ich so mache, was ich das letzte Jahr eigentlich so gemacht habe. Ich habe wirklich gute Gains gemacht. Also das heißt, wenn ihr auch mal wieder ein Posing-Update von mir haben wollt, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch, dann mache ich mal wieder ein Posing-Update. Ist auch schon wieder länger her. Ich glaube, das letzte habe ich in Maui gemacht mit circa auch 105 Kilo. So schwer bin ich jetzt auch immer noch, aber halt einfach dort noch mit ein bisschen mehr Fett. Wo fange ich an, Leute? Ich habe, das ist schon länger her, vor einem Jahr ja meine Wettkampfdiät gehabt, also beziehungsweise meinen Wettkampf gehabt, das war im Oktober 13 bei der GmbF und dann noch eine Woche später bei der SMBF. Habe das Ganze ja Low Carb gemacht. Ich wollte halt einfach mal das ganze Low Carb Ding auch noch ausprobieren, weil ich es ja immer schon stark kritisiert habe in der Vergangenheit, aber halt keine persönliche Erfahrung damit gemacht habe. Ich hatte nur Erfahrungen mit Kunden, ich hatte nur Erfahrungen mit Erfahrungsstories, die ich gehört habe und eben auch entsprechend kannte ich die wissenschaftlichen Hintergründe, was denn genau bei so einer Low Carb Diät das Pro und das Contra ist. Und viele Leute haben mich dann auch kritisiert und gesagt, ja Mischa, du behauptest immer Low Carb sei scheiße, deswegen kannst du das ja gar nicht sagen, wenn du es selber noch nie ausprobiert hast. Habe ich gesagt, okay, wisst ihr was, ich mache meine verdammte Wettkampfdiät jetzt auch so Low Carb. Und das Ergebnis hat man ja dann gesehen, ich war zwar einigermaßen definiert, es hätte sicher noch besser sein können, aber Leute, guckt mal, wie verdammt viele Muskeln ich auch verloren habe, wie viel Kraft ich verloren habe. Also ich schwöre es euch, es wird meine letzte verdammte Low Carb Diät meines ganzen Lebens gewesen sein und ich bin auch froh darum, weil so beschissen wie in dieser verdammten Low Carb Diät habe ich mich noch nie in meinem Leben gefühlt. Und ja, checkt die alten Videos ab, ihr könnt ja diese ganzen Videos noch verfolgen, die sind auf diesem Kanal hier online. Und ich habe dann nach der Wettkampfdiät auch ziemlich zu kämpfen gehabt, weil ich mich ja auch noch durch diese verdammten, ich weiß jetzt nicht, ob es am Low Carb gelegen ist, aber ich habe ja dann auch diverse Verletzungen gehabt. Ich habe ein Knie, das Wasser gezogen hat, eine Woche vor dem Wettkampf, weil ich zu viel Hightail dann noch gemacht habe. Ich hatte meinen Schnappfinger, den ich übrigens bis heute noch habe, also dieser Schnappfinger, die Problematik, seht ihr, das besteht immer noch. Wobei es mir nicht mehr wehtut, also ich habe mich daran gewöhnt. Es gibt ab und zu noch so Tage, wo es ein bisschen wehtut, wenn ich zum Beispiel lange auf meine Hand geschlafen habe. Aber sonst geht's. Ich hatte auch ein Schulterproblem, das habe ich jetzt wieder, das ist wieder ein bisschen gekommen. Das habe ich auch schon in einigen Videos erwähnt. Es war vor 2 Wochen oder 3 Wochen, war es sogar richtig akut. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen besser, aber es ist immer noch da. Also ich kann immer noch, momentan kann ich kein Kurzhantelbankdrücken machen, sowohl schräg als auch flach. Und Flachbankdrücken mit der Langhantel geht auch überhaupt nicht. Das heißt, momentan mache ich eigentlich nur Schrägbankdrücken mit der Langhantel. Auch dort habe ich den Schmerz definitiv spürbar. Und was ich sehr viel mache, ist eigentlich alles an den Maschinen momentan. Also ich habe momentan wirklich eine Verletzung in dieser verdammten Schulter. Das nervt mich. Es ist ein bisschen besser momentan, aber ich möchte noch nicht sagen, dass ich drüber bin. Also drüber hinweg bin. Und sonst eigentlich alles gut. Mein Rücken, den habe ich ja auch, der war ja auch wieder eine Zeit lang ein bisschen am Zicken. In Miami habe ich mir auch wieder einen Hexenschuss geholt. Also Leute, ihr seht, auch mir passieren immer noch ab und zu mal so ein paar Sachen. Das ist nichts Akutes. Wie gesagt, ich habe diese Rückenverletzung auch ziemlich gut weggesteckt. Ich habe vor circa 2 Monaten einen Squat-Rekord aufgestellt, 5x5 mit 180 Kilo, ass to the fucking grass. Ich habe die Aufnahme immer noch hier. Wenn ihr wollt, dass ich die mal poste, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, die Aufnahme habe ich nie veröffentlicht. Ich habe auch einen Squat-Rekord gemacht mit 205 Kilo. Kreuzheben bin ich auch sehr, sehr stärker geworden. Und da möchte ich jetzt eigentlich auch ansetzen. Also momentan fokussiere ich mich eigentlich nach wie vor immer noch auf die Progression beim Kreuzheben und jetzt neuerdings beim Front-Squatten.
Also das heißt, ich habe jetzt vor circa 2 Monaten umgestellt, seit ich eben, wo ich wieder kurzzeitig diesen Rücken, dieses Gezicke im Rücken hatte. Das ist mir passiert, das ist jetzt auch lustig. Ich hatte ja, wie gesagt, die 5x5 voll bekommen mit 180 Kilo. Alles safe, hatte nie Probleme mit dem Rücken und habe dann geswitcht auf 5x8 in der Hoffnung, die Knie und den unteren Rücken mal wieder ein bisschen zu entlasten. Also habe die Reps hochgeschraubt, das Gewicht entsprechend auf 160 runtergemacht. Und nach der zweiten Session habe ich dann plötzlich wieder extreme Rückenprobleme bekommen durch diese 5x8. Also das High-Rep-Kniebeugen, das hat mir überhaupt nicht gut getan. Und als ich dann gemerkt habe, dass es wirklich eben wegen diesen Kniebeugen ist, habe ich dann das Kniebeugen komplett rausgestrichen aus dem Plan und durch Front-Kniebeugen ersetzt. Das heißt, ich mache momentan 2x pro Woche Front-Squats, einmal mit momentan 145 Kilo im 5x5, also sehr, sehr, sehr stark geworden schon, und einmal mit momentan 132,5, glaube ich, oder 135 im 5x8. Und überraschenderweise wirklich sehr, sehr gut vorangekommen da. Ich merke auch, dass die Beine sich, dass das einen neuen Reiz gesetzt hat, dass ich jetzt wirklich viel, viel mehr Frontkniebeugen setze. Tut meinen Beinen gut. Nebenbei mache ich noch sehr, sehr viel Glutam Raises momentan wieder. Ich habe alle Arten von Kreuzheben, die nicht das Klassische sind, habe ich rausgenommen. Also ich habe früher eine Zeit lang Sumo Deadlifts gemacht. Das ist ja auch eine Lean Bulk System Übung, die ich übrigens auch jedem empfehle, weiterzumachen in dieser Phase. Aber für mich hat sie halt einfach momentan keinen Platz mehr drin gehabt. Wobei ich mir jetzt auch schon wieder überlegen bin, sie reinzunehmen, weil jetzt habe ich sie jetzt fast seit einem Jahr aus dem Plan ausgeschlossen. Und sonst trainiere ich eigentlich eben immer noch sehr, sehr, sehr ähnlich wie auch vor einem Jahr, wie auch vor 2 Jahren. Also immer noch nach dem klassischen Lean Bulk System Plan, Push, Pull, Beine, je mit verschiedenen Fokussen. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn ich das letzte Jahr so angucke, dann würde ich jetzt mal sagen, habe ich die allerbesten Gains definitiv kraftmäßig in den Beinen gemacht und im unteren Rücken, also Kreuzheben und Kniebeugen. Ich hätte nie gedacht, dass ich nach 6 Jahren Training noch so krasse Gains machen kann. Also ich war ja bei den Kniebeugen schon nie der Schwächste. Ich war da, glaube ich, so bei 145 oder knapp bei 150 im 5x5 vor meiner Wettkampfdiät. Und mittlerweile bin ich, wie gesagt, bei 180. Und wenn ich Frontkniebeugen jetzt mittlerweile sogar im 5x5 mit 145 schaffe, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was da gegangen ist. Und auch Kreuzheben, da war ich so ultra schwach. Also ich bin ja immer noch schwach, aber ich war ultra schwach. Also ich war wirklich so, ich glaube, mein Max war 170. Und ich glaube, ich habe irgendwie für 5x5 habe ich, glaube ich, so mit 145 gepackt oder mit 150, so irgendwo dort rum, wenn überhaupt. Also ultraschwach war ich, und da bin ich jetzt auch wieder sehr, sehr hoch gekommen. Ich bin jetzt momentan bei 192,5 im 5x5 und habe die 210 Raw ohne Zughilfen auch schon gezogen. Und ja, wie gesagt, also sehr guten Progress gemacht, was die Kraft betrifft. Optisch gesehen habe ich auch in der Brust sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Wie ihr seht, dass ich jetzt hier dieser obere Brustansatz, der ist sehr gut gekommen. Und das nicht zuletzt auch wegen der verbesserten Mind-Muscle-Connection. Also ich habe in diesen letzten 12 Monaten auch viel Ansätze von Patrick so ein bisschen übernommen, habe ihm mal ein bisschen zugeguckt, habe auch entsprechend das Training ein bisschen anders gemacht, auch die Ausführung. Was dazu auch geführt hat, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich eben jetzt auch ein bisschen diese Schulterprobleme entwickelt habe. Denn dieses Training, das optimal für die Brust ist, in meinen Augen eben nicht optimal für die Schulter. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich finde, oder ich bin mir fast sicher, dass es, dass wenn man die ultimative Brustentwicklung seiner Genetik haben will, dass man sich unweigerlich auch irgendwie seine Schulter zum Teil ein bisschen abfuckt. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Denn wirklich bei diesem Schrägbankdrücken, dieses forcierte nach oben drücken, das ist halt einfach für die Schulter nicht optimal. Also ich kann es schwer erklären, aber die Schultern kommen dann eben doch ein bisschen mehr nach vorne, als es soll. Und das ist das, was ich herausgefunden habe. Und ich habe ja noch eine Zeit lang habe ich ja noch dieses Super Slow Training gemacht von EDA. Das war übrigens genau in dieser Phase, wo ich mich dann auch verletzt habe. Es kann natürlich auch wegen diesem System sein. Dieses System habe ich, glaube ich, 4 oder 5 oder 6 Wochen gemacht. Ich muss mal nachschauen in den Logs. Also ich logge übrigens auch noch alle
alle meine Trainings immer noch mit MyFitnessPal. Dieses Training, das hat mich ein paar Wochen richtig gut zerstört. Habe ja auch ein paar Videos darüber gemacht. Habe dann aber einfach nach ein paar Wochen gemerkt, also so nach 5 Wochen, dass es langfristig gesehen absolut nichts bringt. Also ich war wirklich so nach 5 Wochen immer noch bei denselben Gewichten. Ich habe auch keine Progression erzielt mit diesem System. Null Progression praktisch. Und der Muskelkater war dann nach 4 Wochen auch nicht mehr so stark wie jetzt in den ersten Wochen. Und hat einfach bei mir nicht gewirkt. Also das ist funktioniert. Der Eda hat es ja wirklich jetzt, der macht ja nur das. Der trainiert ja, glaube ich, schon seit über einem Jahr nur so, was ich einfach nicht könnte. Aber bei ihm hat es ja auch funktioniert. Das heißt, ich will jetzt dieses System nicht schlecht reden, aber für mich ist es definitiv nichts. Und ich finde auch diese Time Under Tension, diese ganze Geschichte, das ist eigentlich total oldschool, wenn man sich mal so ein bisschen reinzieht, wie das früher so war. Da gab es in den 80ern diesen Hype von diesen Super Slow Trainings, wo diese Time Under Tension auch übelst krass noch überschätzt wurde. Also mittlerweile weiß man ja, dass diese Time Under Tension eben doch nicht so viel bringt in Bezug auf Hypertrophie, wie man sich damals das noch gedacht hat. Und deswegen bin ich eigentlich jetzt auch wieder bei der Brust auf dieses klassische Progressionstraining gestiegen. So wie es eigentlich die meisten machen im Naturalsport. Jetzt zum Beispiel auch der Sepp, der macht es ja ganz extrem. Der macht eigentlich alles auf Progression. Ich habe zum Teil noch ein bisschen Pyramide drin. Umgekehrte Pyramide mache ich auch ab und zu noch. Also ich habe so meine Systeme, aber wie gesagt, es ist nichts Neues. Es ist jeder, der das Lean Bulk System hat, der weiß, wie ich da vorgehe. Und so viel zum Training. Also ich würde sagen, wie gesagt, nochmal kurz. Ich habe das Rückentraining ein bisschen volumentechnisch hochgeschraubt. Ich bin jetzt da so bei 5 Übungen für den Rücken, was definitiv mehr ist als noch vor einem Jahr. Das Volumen für die Brust ist nach wie vor relativ tief. Also ich mache 3 Übungen für die Brust, gefolgt von 1 bis 2 Schulterübungen und 2 Trizepsübungen in der Regel. Die Übungen, die switche ich alle so ein bisschen durch. Ich werde nach und nach jetzt dann auch mal wieder ein paar Trainingsvideos raushauen für euch mit aktuellen Plänen, damit ihr mal seht, wie so mein Plan aussieht. Das werde ich jetzt hier nicht zu krass thematisieren. Aber wie gesagt, also alles immer noch beim Alten mehr oder weniger. Und ich tausche auch Übungen sehr, sehr selten aus. Es gibt es bei mir eigentlich nur, eben wenn ich jetzt irgendwie verletzt bin oder wenn ich halt mal irgendwie wieder wirklich merke, dass eine Übung mir überhaupt nichts mehr bringt, dann mache ich das. Und sonst beste Muskelgruppe, definitiv die Brust, optisch gesehen, die sich gemacht hat, und der Rücken. Die Beine kann ich jetzt sehr, sehr schlecht einschätzen. Also ich weiß, dass sie massiv zugenommen haben an Umfang. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass die Beine, wenn ich dann wieder mal einen Cut mache, dass die, wenn ich dann mal wirklich wieder so auf diesen 7-8% bin, dass das dann massiv, massiv aussehen wird. Also ich kann mir das jetzt noch gar nicht vorstellen, deswegen möchte ich nicht zu große Töne sprechen. Aber ich denke schon, dass meine Beine auch definitiv gegaint haben. Man sieht es jetzt halt einfach nicht. Wie ihr wisst, sind meine Beine in der Offseason zu 100% verfettet. Aber ich sehe es bei der Brust, ich sehe es beim Rücken. Schultern habe ich bewusst dieses Jahr nicht fokussiert. Die sind dann auch in meinen Augen nicht mehr besser geworden. Die hintere Schulter, die habe ich auch ehrlich gesagt nicht mehr wirklich besser hinbekommen, als ich das eigentlich wollte. Also ich denke, bei der hinteren Schulter, da sollte noch was gehen. Ich muss mir da vielleicht mal wieder ein paar gute Übungen raussuchen oder mal ein Personal Training bei einem guten Bodybuilding Coach machen. Mal schauen. Arme, muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich mal sagen, die sind mit dem Rest mitgewachsen ein bisschen. Also ich merke schon, dass meine Arme doch noch ein bisschen besser geworden sind. Vor allem der Look im Allgemeinen, der ist noch ein bisschen besser geworden. Ich mache auch wieder jetzt seit ein paar Wochen wieder ein bisschen vermehrt Bizeps-Training. Ich habe ja wirklich ein halbes Jahr praktisch kein Bizeps-Training gemacht. Einfach mal auch, um zu sehen, inwiefern sich das äußert. Und das Einzige, was ich bemerkt habe in der Zeit, wo ich kein Bizeps-Training mehr gemacht habe, ist halt wirklich, dass ich halt einfach keine Gains mehr gemacht habe. Aber ich habe auch nichts verloren. Also der Bizeps ist bei mir immer dick gewesen, wird auch immer dick bleiben. Das heißt, da mache ich mir auch keine Sorgen. Und Waden, denke ich auch, da ist nichts mehr viel gegangen. Da mache ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr wenig momentan. Ich habe eine Zeit lang die Waden noch sehr, sehr viel trainiert. Und dieses Jahr trainiere ich sie eigentlich momentan nur noch einmal alle 10 Tage. Dafür auch ziemlich schwer in der Regel. Aber zum Teil mache ich die Waden nicht mal mehr, weil ich halt einfach noch mehr für die Quads oder für die Hams machen will. Weil ich wirklich die Beine als großes Manko bei mir sehe in Bezug auf die
auf die Form. Also ich bin mit der Form der Beine nicht zufrieden. Ich weiß, dass es auch sehr, sehr viel Genetik ist und eben durch das ganze Fett ist das Ganze auch nicht wirklich zu 100% nachvollziehbar, aber das sind so momentan meine Einschätzungen. Rücken, unterer Rücken krass gekommen, Nacken immer noch gleich, also das ist so ein bisschen das. Abs sind auch besser geworden, definitiv. Also wenn ich wieder runterrippe, dann werden meine Abs besser denn je aussehen, das weiß ich. Weil dort habe ich auch ein krasses Defizit aufgeholt. Ich war wirklich sehr, sehr schwach beim Bauch, vor allem funktionell, da habe ich auch wieder sehr viel rausgeholt. Auch dort mit dem Lean Bulk System Core Workout mehr oder weniger, beziehungsweise mit den Hanging Leg Raises in Kombination mit einer weiteren funktionellen Übung. Und das war es jetzt eigentlich, was das Training betrifft. Ich werde jetzt direkt noch einen zweiten Teil abdrehen dann, wo es um die Thema Ernährung geht, dass ihr dort auch mal ein Update habt. Und wenn ich was vergessen hätte oder ihr noch was wissen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wie gesagt, es war jetzt wirklich so ein Video, das sich auf mich bezogen hat, auf meine Gains. Vielleicht noch zum Schluss, ich wiege immer noch oder wieder 105 Kilo. Ich war eine Zeit lang bei 107. Ich habe mich jetzt so bei 105 eingependelt, auch dadurch, dass ich das bewusst nicht mehr hochgehen lassen will, weil ich ja spätestens im Mitte Januar dann auch wieder mal so ein leichtes Defizit fahren will für die Fibo dann. Beziehungsweise ich mache eine kleine Vordiät, weil ich ja dann noch in Kolumbien und in Brasilien sein werde und dort wird es dann sicher 3 Wochen wieder ein bisschen rund gehen. Kraftleistung habe ich gesagt, Pläne werdet ihr dann nach und nach sehen. Wie gesagt, immer noch Push-Pull-Beine, in der Regel 5-mal pro Woche. Das heißt on, on, off. Also ich mache 3 Tage on, 1 Tag off, dann 2 Tage on und dann wieder 1 Tag off. Und es gibt zum Teil auch Phasen, da mache ich nur 2-2. Wenn ich zum Beispiel merke, die Regeneration macht nicht mit oder ich habe viel zu tun oder was auch immer. Und da gibt es auch Momente, da mache ich 3-3. Also 3 on und 1 off und dann wieder 3 on. Aber sonst bin ich eigentlich immer so beim 3-2-3 Verhältnis und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und die Pläne für neue Sachen, die sind momentan noch so ein bisschen offen. Also was ich mir vielleicht mal reinziehen würde, wäre so das Training von Sepp. Einfach mal so 2 Monate, mal sicher oder 3, um zu sehen, ob ich direkt was merke, was die Progression betrifft. Also das Training von Sepp, die Interviews, die kommen, falls ich die noch nicht gebracht habe, der hat einen sehr, sehr interessanten Ansatz, was das Training betrifft. Ist auch ein ultra krasser Athlet in meinen Augen und von dem kann man auf jeden Fall noch einiges lernen. Auch wenn es ums Coaching geht, kann ich euch empfehlen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Er macht das Ganze auch noch zu erschwinglichen Preisen. Ich bin ja mittlerweile wirklich komplett ausgebucht, beziehungsweise ich musste die Preise einfach wirklich so ein bisschen erhöhen, weil ich sonst nicht mehr mit dem Ganzen mitgekommen wäre, da ich ja mittlerweile auch noch andere Sachen mache. Das heißt, checkt das Lean Bulk System ab, wenn es euch interessiert, im Detail. Oder wenn ihr einen Personal Coach haben wollt, dann meldet euch mal bei Sepp. Und ja, that's it. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.